Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Railway Empire. Ich grüße euch. So, und hier ist ganz schön Zugverkehr auf der Strecke. Und jetzt gucken wir mal gerade, hier ist doch schon ein Wartungsgebäude. Wir haben einen großen Bahnhof, das ist sogar ziemlich groß mittlerweile. Produzieren wir denn hier richtig anständig? Es kommen noch keine Stoffe an. Das ist ein Problem. Aber warte mal, das können wir lösen. Warendepot. Hier müssten ja Stoffe liegen, tun sie aber nicht. Hier ist ganz schön was los auf der Strecke. Nur geladen. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die nicht richtig ranbringen. Dass die zu wenig oder gar nicht ranbringen. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Aber gut. Hier fahren ganz viele nach Los Angeles. Das sind die hier und die fahren bis San Francisco rauf. Also die haben schon einen ganz schönen Weg vor sich und da machen sie auch gutes Geld mit. Also das ist okay. Ganz unfassbar viel Fleisch geht hier auch im Übrigen durch. Das ist auch sehr auffällig. Den können wir mal upgraden. So, ich glaube, ich muss jetzt echt mal durchschauen und mal unsere Züge alle upgraden. Weil hier sind so viele Altzüge drauf. Das ist ganz schön abartig, was hier abgeht. Also Geld ist genug da. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt nochmal einen Deal. Ich kaufe 28% der Aktien von Doc Murphy. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Nochmal 10%. Aufgabe erfüllt. Yes. Und wir sollen Päckchen transportieren bis 46. Doc Murphy geht mittlerweile ganz hart voran. Der kriegt aber auch haufenweise Kohle hinterher geworfen. Also er ist jetzt mittlerweile bis kurz vor L.A. Also der hat sich schon wirklich bei uns mit reingezeckt. Aber wenn wir den aufkaufen, dann haben wir ja kein Problem. Marktschreier nehme ich sofort. Und den können wir uns gerade nicht leisten. Warte mal kurz. 50% mehr Passagieraufkommen nehme ich auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die füllen gerade auf, das ist auch okay. $700.000 kostet uns der Spaß. Die Brennerei und die wird auch bedient. Schaut euch das mal an. Jetzt können wir sie noch kaufen. Und könnten selber Schnaps produzieren und weiterreichen. Nee, ich nehme gerade keine Betriebe an. Schaut es jetzt hier aus. Die ganzen Warendepot-Reddick-Züge, die sind alle mega schlecht unterwegs. Zufällige Panne. Hier ist so viel gerade los nach Reading. Hier eskaliert es gerade komplett. Völlige Eskalation. Aber ich hätte gern diese Schnapsbrennerei. Ja, jetzt ist es teuer nämlich. Eine Million kostet die mittlerweile schon. Jetzt wird sie wieder günstiger, weil die Auslastung runtergeht. Ah,
freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler unserer Nation. Okay. Ja. Schaut mal, was hier abgeht. Ich meine, sowas kannst du natürlich super bauen, wenn du wirklich nur ein Einsernetz hast. Kannst du hier auch theoretisch Dreiecke reinbauen und so weiter. Wir können alles nach überall hinfahren. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Schau mal, wie viele Züge der hier drauf hat. So viel könnte ich noch nicht mal setzen. Wir sind hier die Auslastung. Sehen wir jetzt hier nicht, ne? Na gut. Doc Murphy geht mit. Jetzt übernehmen wir. Ich hoffe, das geht. Ja, ich habe ganz knapp nur gekauft. Ich habe ganz vergessen. Verdammt. Da komme ich jetzt gerade nicht drüber. Warte mal kurz. Nee, das kann ich mir nicht kaufen. Du solltest ein bisschen mehr Dampf machen, wenn du eine Auktion gewinnen willst. Verdammt, jetzt gehört das Ding Doc Murphy. Das heißt, wir machen hier die Tür zu. Verdammt. Aber die Kleidung liefern wir wenigstens jetzt mal an. Oh yes, und zwar nicht mal wenig. Nicht mal wenig, meine Lieben. Wie viel liegt denn im Warndepot hier oben? Ich meine, gut, wenn wir Doc Murphy aufkaufen, dann ist er wurscht, dann gehört uns die Fabrik ja auch. Fällt mir gerade so ein. So, hier kommt mal wieder einer an. Kauf mal. Ich muss definitiv mehr hier ranbringen. So, hier wird getankt. Boah, ist cool. Wertvollstes Unternehmen, 22,5 Millionen erreicht unser Wert. Was bringt ihr? Ihr bringt Bier hoffentlich zurück, ja. Und ihr bringt noch mehr. Ja, aber wie gesagt, hier fehlt es einfach noch. Die wertvollen Rohstoffe, die hier durchkommen, fehlen noch ein bisschen. Hier liegt das Zeug nicht so rum, wie ich es bräuchte. Vor allem alles, was halt sonst noch so angeliefert werden sollte. So, hier kommt... Genau, hier kommt jetzt ein bisschen Bier an, aber das ist halt auch ein Witz, ne? Drei. Endlich wieder Getreide an. Vom Hof. Okay, pass auf. Diese Route, die jetzt hier im Prinzip rausgeht zum... zum Hof hier oben. Zum Reedhof, genau. Die fährt er hier mit. Details. Ab hier gehen wir rauswärts. Und gehen jetzt hier nochmal mit rein. Und bauen dann hier noch mal kurz ein Signal auf. Und sagen, das hier ist auch noch mal ein Signälchen. So. Und hier können wir auch noch mal einsetzen. Weil, dann machen wir nämlich jetzt Folgendes. Dann schauen wir jetzt einfach mal kurz, welcher Zug hier eigentlich lang fährt. Ist das der hier, der zum Reed... der muss einer zum Reedhof fahren. Welcher ist denn das, der da hier hochgeht? Der da. Den kopieren wir jetzt einfach mal zweimal. So. Jetzt geht da nämlich nicht nur ein Zug nach oben, sondern jetzt gehen da mehr Züge hoch.
Und zwar, um genau zu sein, 2, 3 müssten es sein auf der Route. Ich sehe noch keine, aber die kommen schon. So, Öl haben wir noch hinterher geschossen. So, wo stehst du gerade und warum stehst du wo? Du hast eine Panne gehabt. Ugh. Hier könnte man auch nochmal ein Signalset hinbauen und auch hier nochmal eins. Weil hier gehen so viele Züge durch, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass uns da die Kapazitäten auf der Strecke reichen. Gut. Weil so eine Panne kann natürlich auch erstmal uns komplett lahmlegen, ne? So, weil der fährt ja jetzt hier runter und jetzt sind hier die zwei neuen Jungs drauf. Und die sollen ja jetzt alle da unten anliefern. Das bedeutet, wir werden hier oben den Reedhof, wenn wir richtig aufpushen, damit da hier wirklich umgeschlagen werden kann. Und das ärgert mich halt, ne? dass die KI nicht bauen muss. Wenn ich mir angucke, was die alles haben hier. So, der erste ist da. Wow. Mega. So, jetzt kommt der nächste. In Nampa ist eine Brauerei zu verkaufen. Die nehme ich. Die wird er ja wohl anliefern. Ein bisschen zumindest. Ja, das ist okay. So, wie schaut's bei dir hier aus? Dann würde ich sagen, Tyrion! Boah, ist das geil! Oh, wie sehr hätte ich mir jetzt gewünscht, dass einer entgegenkommt. Wir müssen ja jetzt hier bloß raus. Ach, wir blockieren, oder? Haben wir blockiert? Nee, haben wir nicht. Ah, ich vergesse immer, dass ich nicht klicken darf. Und nochmal. Wie cool das einfach nur ist. Und. Genau. Gefällt mir gerade unfassbar gut. Das war ein Kumpel von uns. Der hat nämlich auch gerade abgegeben. Jetzt gucken wir mal, wie viele liegt denn hier mittlerweile. 5. Das ist cool, weil die nächsten holen sich das ja auch. Die wollen ja anliefern. Die brauchen ja hier ein bisschen Zuschlag. Eine Fleischindustrie in Salt Lake City, das haben wir noch gar nicht angeschlossen. Die nehmen wir auch noch nicht. Ich würde jetzt gerne Folgendes machen. Und zwar, ich würde gerne Folgendes machen. Was, warum könnt ihr die Fahrt nicht antreten? Hä? Stimmt denn bei euch nicht? Stimmt bei dir nicht?
Ach, der hat eine Panne gehabt. Der hat das ganze Netz hier unten zum Erliegen gebracht. Ach, du Schande, über Yuma. Okay, pass auf. Wir haben ja hier in Yuma einen Bahnhof. Den rüsten wir jetzt mal auf. Und gehen jetzt hier mit den nächsten beiden Geschichten raus. So. Jetzt pass auf. Wir nehmen uns jetzt als allernächstes, Oh, Flagstaff ist schon komplett aufgekauft. Das gibt's doch gar nicht. Ist mir egal. Ich will's trotzdem. So, Flagstaff wird jetzt angeschlossen. Komme, was da wolle. Warte mal kurz, ich muss aufpassen, welchen ich da anschließe. Weil da kommt ja auch jetzt eine Passagierlinie drauf nach Yuma. So. Jetzt muss ich mal gerade aufpassen, auf welcher Linie kommen denn hier Züge an. Auf beiden wahrscheinlich. Nee. Auf der da. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann kommt hier nochmal eine hin. Und dann machen wir hier nochmal eine hin. Dann machen wir hier unten mal einen richtigen Anbindungshype quasi. So, und hier müssen wir natürlich auch aufpassen, wie wir anschließen. So. Genau. Und jetzt haben wir Flagstaff gleich angebunden. Da kaufen wir uns natürlich auch noch mal was drauf. Und zwar von hier bis Yuma. So. Machen wir das mal. Das dauert jetzt mit Sicherheit ein paar Sekunden, bis das losgeht. Aber ich will, dass da Passagiere durchwandern können. Na und jetzt, ihr seht schon, es wird schon beladen. Das ist jetzt natürlich, sind wir mal ehrlich, das ist jetzt nicht die Wucht, ne? Drei Züge auf so einer Linie, da passiert noch nicht viel. Jetzt kommt nämlich der Teil, der interessant wird, und zwar, hier geht jetzt eine Industrie raus, und zwar schließt die hiermit an. Auch wenn mir diese Teile nicht gehören. Ich plane jetzt bloß das Gleis, ne? So, das gehört mir nicht. Sind wir uns einig. Es wird jetzt gleich besser. Ich hau mal ein bisschen Booster rein. Wie viel kostet mich der Spaß? 200.000. Das bauen wir jetzt trotzdem groß auf. Denn von dem Warendepot aus, von dem ja auch sehr viel Zeug da rumliegt, wie unglaublich viele Mengen Fleisch zum Beispiel, wird jetzt nach da unten auch noch mal Fleisch geliefert. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken. In Tucson müsste eigentlich Fleisch ans Warendepot gebracht werden. Das wird auch, oder? Also, was ist eine Dampfmaschine? Stellen wir uns dumm und sagen, eine Dampfmaschine ist zunächst einmal ein großer, runder, schwarzer Raum. Okay, wir haben ein Problem. Das Ding funktioniert so nicht. Wir müssen noch mal ganz kurz quasi... Wir müssen das ändern. Und zwar einmal so drauf. Und einmal so drauf. Ja, okay, ist ein bisschen zu geforstelt. Okay, so, und dann gucken wir uns jetzt einmal den Zug an, weil der kann so gar nicht laufen, ne? Und der geht jetzt quasi nicht ins Warendepot, sondern der geht nach Yuma weiter. Und kriegt außerdem eine neue Lok. Kriegt einen Heizer. Einen Zugbegleiter. Einen Wachmann. Und einen Speisewagen.
So, das Ding wird jetzt mega also das wird der Abriss von dem Ganzen. So, wir machen jetzt hier auf der Hauptroute weiter. Nämlich hier geht nochmal eins raus. Da werden nämlich jetzt Güter draufgelegt und die sollen hier mitfahren und die brauchen auf jeden Fall hier auch nochmal ein Versorgungsdepot, stelle ich gerade fest. Weil sonst geht das nämlich in die Hose. Aber erst gibt es Signalanlagen. So, Richtungssignale auch noch. Okay. So, da haben wir jetzt auch schon mal was. Und da können wir jetzt die neue Linie planen. Und zwar von hier nach da. Lokomotive wählen, natürlich unser Schlachtboss. Weil Flagstaff wäre ja theoretisch voll in der Hand unserer Konkurrenz. Aber Doc Murphy, wir wissen es alle, sind wir mal ehrlich, hat da jetzt nicht viel drauf außer Zahnbelag. Und auf jeden Fall kommt jetzt hier ein Betriebsmitteldepot her. Genau. Da freuen sich natürlich unsere ganzen Kumpels hier. Haben wir jetzt hier irgendwas noch offen? Mach mal halt. So, der will nach Flagstaff. Ich will Flagstaff nämlich jetzt eigentlich an unserer Warennetz so dran gewöhnen, dass wir hier einfach ein bisschen mehr Power drauf bekommen. Und das will ich jetzt hiermit schaffen. Der nimmt Fleisch aus Flagstaff mit, okay. Ist ja nicht so, dass wir nicht Fleisch ohne Ende hätten, ne? Telegrafenleitung erfolgreich getestet. Yay! Schön. Freut mich. Meine Lieben, was mich auch freut, ist die nächste Folge, denn dann sehen wir alle uns wieder. Und bis dahin, habt eine tolle Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Ich wünsche euch das Beste und noch vieles mehr. Wir sind in Flagstaff angekommen und das ist doch mal eine schöne Ecke hier. Schöne Ecke Land. Bis zum nächsten Mal. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.